Liebe Zuschauer, in diesem Video dreht sich alles in Kürze rund um das Spiel Delta. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, ein weiteres Spiel, ein weiterer Kickstarter. Weil auf der Spiel in Essen hatte ich die Möglichkeit, mir den neuen Kickstarter Delta aus dem Hause Gamepro anzuschauen. Gamepro ist bekannt aus Belgien. Und ich hatte doch wirklich das Glück, dass ein deutscher Erklärer noch vor Ort war und zumindest in gebrochenem Deutsch, aber an dieser Stelle herzliches Dankeschön, mir das Spiel in Kürze zu erklären. Und diese Sequenzen möchte ich euch am Schluss auch nicht vorenthalten, aber kommt ja auf jeden Fall nochmal ein Blick zu diesem Spiel. Und gerade GamePro-Spiele schaue ich mir sehr gerne an. Ja, der Kickstarter startet und ihr seht es im Hintergrund, Delta ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen ab 12 Jahre. Geht also so in dem gehobenen Kennerspielbereich. Kennerspiel geht ca. 90 Minuten. Designer ist Franz Kuderk, Artist ist Nastaja Lehn. Und ja, ich versuche jetzt mal ein paar Bilder noch einzublenden. Ein paar Fotos konnte ich machen vor Ort. Und in diesem Spiel ja, sind wir Abenteurer durch diese Delta-Region und wir sammeln Infos über Kristalle und insbesondere Area-Movement, Handmanagement und weitere durchaus beliebte Mechanismen spielen hier eine Rolle. Ja, wir benutzen unsere Crew, man sieht es an der Auslage teilweise, was die Illustration angeht, und diese Crew benutzen wir, um auf eines dieser 3 Boards, das sind 3 geteilt, quasi die einzusetzen, um Erfindungen zu erschaffen, das Land zu entdecken und, ja, wie soll ich sagen, in irgendeiner Form auch Wissen zu erlangen. Das in Kürze. Ich bin gespannt, wenn der Kickstarter startet, dann gibt es sicherlich auch noch weitere Informationen, je nachdem natürlich auf Englisch, aber an dieser Stelle will ich mich verabschieden, weil jetzt zeige ich euch den Teil der Erklärung vor Ort, in aller Kürze natürlich, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, den Prototyp zu sehen. Und genau diese Infos möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, ich sage an dieser Stelle schon mal danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, von dem Spiel. Werde natürlich auch in den nächsten Tagen weitere Informationen sammeln, vielleicht noch drunter als Kommentar posten. Schauen wir einfach mal, wie sich das Projekt entwickelt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Also Delta ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, wo man eigentlich in der Delta von der Rhône-Vallée in Frankreich eine Mannschaft von einzelnen Leuten bekommen, das wir schicken nach das Delta. Und das Brett steht auf 3 Teilen. Man hat das Engineering-Teil, wo man hier auf diese Track gehen kann. Die Reihenfolge würde hier auch beschickt. Man kann halt die Bonusteile bekommen. Das zentrale Teil ist das Wichtigste. Also hier starten wir in der Stadt in Budeka, und man entdeckt eigentlich diese verschiedenen Islande, wo man eigentlich die Tiere findet. Und die Tiere funktionieren auch mit diesen Kristallen, das wir auch benutzen für unsere Maschine. Und diese Tiere sind sehr, sehr wichtig ins Spiel. Sie benutzen diese Kristalle und das ist etwas, das wir studieren wollten mit unserer Mannschaft. Und das dritte Teil hier, das ist eigentlich der Wissenschaftsteil. Hier kann man Wissenschaft bekommen über die Tieren. Die verschiedenen Spieler gehen weiter auf diese Track. Und so kann man auch am Ende des Spiels ganz viele Siegpunkte bekommen. Auf oben haben wir einzelne Karten, die wir bekommen können am Ende der Runde. Er gibt extra Leute, so extra für unsere Mannschaft. Dann haben wir die Tierkarten selbst. So kann man auch Wissenschaft bekommen dabei, aber sie geben auch einzelne Vorteile. Und dann der dritte, das sind die Missy-Karten. Dort kann man auch Siegpunkte bekommen am Ende des Spiels, wenn man etwas Spezielles gemacht hat ins Spiel. Wie das Spiel wirkt, das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Wir haben mehrere Karten und man platzt eine Karte in eine von diesen 3 Teilen. Und wenn man eine Karte platzt, bekommt man die Ressourcen, die hier auf die Karte stehen. Und dann kann man ein oder mehrere Aktionen machen in dieses Teil von das Brett. Jedes Spiel muss das 3-mal machen und dann ist die Runde fertig. Und dann sollten wir die Karte bekommen am oben von das Brett. Und so gibt er 6 Runden und am Ende des Spiels bekommt man einzelne extra Siegpunkte und so ist ja, der Gewinner bekannt.